Und hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Skyrim. Wir sind immer noch hier in Ivarstadt und ich hatte überlegt, ob wir jetzt vielleicht in die Höhle reingehen. Aber da ich ja ganz netterweise mal ab und zu einen Kommentar bekomme, gibt es nämlich ein Moment, wo war das? Ich weiß nicht, wo waren das jetzt hier? Veränderungen, Illusionen, Zerstörung, Beschwörung, Wiederherstellung, Schreie, Kräfte, aktive Effekte, genau. Da ist es nämlich, Gesundheit verringert, verringerte Gesundheit um 25, wird zu Vampirismus. Genau, da sind verschiedene Blessings und verschiedene Sachen. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das hier, umkehren. Na, also ich sage jetzt nicht umkehren vom Kehren her des Bodens, sondern umkehren. Ja, ich habe zwei Ideen, eine vielleicht sogar nur. Und zwar, ich gehe irgendwo hin und sage, ich möchte ganz gerne einmal mich von allen negativen Statuseffekten befreien lassen. Da das ja hier ein Statuseffekt ist. Ja, verbleibende Zeit. Time between shouts is reduced. Blessing of Talos. Oh, vielen Dank, ja. Your benevolence improves your speech skill by 10 points for 1 hour. The gifts of charity. Okay. Ja, das sind die Sachen, die ich anhabe. Dein Nordblut verleiht dir einen Widerstand von 50% gegen Frost. Okay, Staff Control Effect. Attacks, Critical Strikes und Shouts are 3% more effective against. Okay, das war, also ich war hier hinten sozusagen drin, hab's aber das letzte Mal nicht gesehen. Okay, so, aber wir wissen halt wirklich nicht, wie lange der Vampirismus noch andauert. Deswegen, ich versuche einfach mal irgendwas zu finden. Ich weiß aber nicht wo. Ich glaube aber. Nein, Werwolf war ein Weißlauf. Na, da war das, glaube ich, Werwolf. Das hat nichts mit Vampirismus zu tun. Aber wo war das denn irgendwie? Ja, und hier kannst du dir einen Segen holen. Negative Statuseffekte wurden entfernt und all so ein Quatsch. Aber das war doch ein Weißlauf, oder? Ja, dann machen wir das erstmal so. Wir gehen kurz mal nach Weißlauf. Ich glaube, da war nämlich ein Schrein. Wenn wir zum Schrein hingehen, dann. Oder war das ein bestimmter Ort? Ich glaube, da wurde auch irgendwann mal was freigeschaltet. Ups. So, hier regnet es jetzt ein bisschen. So, die Leute sind natürlich drinne. Kann man ja verstehen. Es regnet. Da möchte man nicht draußen sein. So, ich glaube, hier war doch ein Schrein. Genau da. Okay, wir versuchen es einfach mal. Oh wow, cool. Museum Display, Feral, Talos Ding und Zeug. Da stand was anderes. Oh, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ihr braucht etwas. Hat's geklappt? Jo! Es hat geklappt. So. Wir können jetzt auch immer schneller schreien. Das ist auch noch. Oh, bevor ich es vergesse und ich gerne einen Schrei anmachen wollen würde, sollten wir vielleicht unerbittliche Macht wieder reinnehmen. Okay. Mein Gott, das war knapp. Hätte ich aber auch vielleicht vorher drauf kommen können, aber naja. So, wollen wir jetzt die Höhle weiter erkunden oder wollen wir jetzt nach unten zu Darkwater Crossing gehen? Was ist das da hin? Investigate the Ruins Mansion in Camellia's Note. Travel to. Ja. Einsamkeit. Nein, wir. Na. Hier ist auch noch Rorikstadt. Ja, nee. Nee, lassen wir mal. So. Wir können aber gerne mal die Kieferspitzhöhle erkunden, oder? Machen wir erstmal kurz die Höhle. Schauen wir uns erstmal die Höhle an. Wir haben ja Zeit. Wir müssen ja nicht durchrushen durchs Game. Und unser Pferd wartet auch immer auf uns. Mein Gott, das arme Pferd. Ah, Fledermäuse. Okay. Bogen haben wir ausgerüstet. Hier ist Blut zu sehen, das heißt. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache.
Ah, das fragst du mich. Da oben ist der Bär. Drei. Boinks. Was? Oh shit, es tut mir leid, aber... Das bringt nichts. Aber ich kann meine Pfeile wieder... Hui! Shit! Oh, hallo! Ja... Bam, und jetzt geht's los. So. Schön. Ja, Bärenkelz können wir eigentlich auch noch. Ja, und die Bärenklauen auch. Okay. Ich habe jetzt locker 15 Pfeile in die Luft geschossen. Schön, dass man die Pfeile außerdem auch so wunderbar auf dem Boden sieht. Ja, ich weiß, ich habe immer noch nicht diese Doppelrolle rausgenommen. Kann ich dich mal kurz wegnehmen? Ich will nur meine Pfeile mitnehmen, danke. Okay, hier ist nichts. Komm, das, also, wenn das hier nicht irgendwie schon schreit nach meinen letzten Bitte, meine Bedürfnisse, pipapo. Heavy Armor. Das Smithing verbessert. Heavy Armor Foraging. Oh, sehr schön. Zaubertrank der Heilung. Mission Gold. Den Kessel brauchen wir nicht. Wir müssen Geld. Pickaxe hat sie nicht. Keine Ahnung, weiß nicht. Ha! Ich hab's doch geahnt. Schaut euch's an, Leute. Ich hab's geahnt. Wofür braucht man denn sonst eine Pickaxe? Ich frage mich, ob sich die Textur verändert, wenn wir genug Erz gesammelt haben oder ist die Erzstelle ausgeschöpft. Ja, ich hab's doch an. Okay. Ja, ich, Es ist schon irgendwie so ein bisschen typisch, sage ich jetzt einfach mal dafür. Wenn man so ein bisschen weiß oder schon viele Spiele gespielt hat, dann ist es einfach irgendwie schon so relativ ersichtlich, wie sich das alles verändern wird. Oder was sich verändert, wenn man etwas benutzt. Meistens sind die Erz, wie soll ich sagen... Also man hat ja gesehen, es ist ja eigentlich... Ja, soll ich sagen, also das, was er jetzt mal, also alles, was man jetzt hier sieht, sind ja irgendwelche Assets. Hier, der Stein ist ein Asset, was hier einfach im Boden drin ist. Ja, dann kommt es aber darauf an, okay, wie gut ist dieser Übergang gemacht hier. So, genau wie das hier zum Beispiel. Das ist hier eigentlich auch ein Asset, was hier drin steckt. Also eigentlich ist ein Level meistens, ja, zusammengesteckt, zusammengewürfelt, so dass es passt. Genau wie diese ganzen Trans, die waren früher hat man die alle per Hand gemacht, jetzt ist es ja so, man kann einfach auf den Knopf klicken und das wird hier einfach prozedural generiert. Du kannst dann sagen, okay, wo möchtest du wie was haben, welche Höhen, welche Tiefen und das ist genau wie mit dieser Brücke hier. Die ist hier eigentlich, ne, sieht man ja, da sind ein paar Felsen rumgelegt oder hier. Diese Brücke gibt es sehr oft, ja, die kannst du sehr oft hier wiederverwenden. Ja, dann gibt es manchmal so eine Abänderung vom Asset und ist hier in der Mitte das zum Beispiel komplett weg und dann hast du irgendwelche Steinstücke bzw. Mauerstücke, die dann einfach da zwischen Kliffen, die dann da einfach drin gebastelt wurden. Ja, genau wie hier, seht ihr alles. Es kann tatsächlich alles ein Asset sein oder zwei oder drei, die wurden einfach nur verschieden gedreht, skaliert und schon hast du es. So, und dann sieht das aus wie, wow, cool, guck mal, so viele Felsen, aber dabei ist es vielleicht nur ein, zwei oder drei Assets und ja, die wurden einfach nur besonders gedreht, skaliert, ja, und dann hat man das auch schon. So, so ein kurzer Einblick, wie man sowas macht. Okay, so, dadurch, dass wir mit der Höhle eigentlich relativ schnell durchgekommen sind, so, bin ich jetzt nämlich im Überlegen, ja, hier oben ging es ja nach Richtung... Hofgar, aber da wollten wir ja nicht hin. Wir wollten ja ganz gerne hier hinten lang. Ja, ich hoffe, mit der Nacht ist es jetzt für euch besser. Ich finde es nämlich auch viel angenehmer, in der Nacht auch mal was zu sehen. Klar, könnte man jetzt ein bisschen so am Regler drehen, aber naja. Muss man ja nicht unbedingt. So, was gibt es jetzt hier so Schönes? Das sind Ölfässer. Okay, die können in Brand gesetzt werden. Das heißt, diese Wachdame ist sehr warm anscheinend.
Ich frage mich, was passiert, wenn ich jetzt Taschendiebstahl machen würde. Wie viel? 52%. Uff. Sag ich dazu nur. Uff. Okay. Nee, kommt Leute, ich will das nicht wirklich riskieren. So. Guck mal, wir können die Stahlpfeile mitnehmen. Wir haben einfach ihre Pfeile weggenommen, die sie braucht zum Überleben, falls sie angegriffen wird. Dann greift sie in ihrem Köcher 5-mal und dann, oh verdammt, Mist. Und dann, So. Jetzt ist die Frage, müssen wir hier lang? Ich glaube ja, oder? Das ist der Weg hier unten lang. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier lang. Wollen wir laufen? Was ist euch eigentlich lieber? Laufen oder auf dem Pferd reiten? Weil ich bin ja eigentlich so der Typ, der gerne immer unterwegs zu Fuß ist und sich hier alles so ein bisschen anguckt und ja, mit dem Pferd geht mir das manchmal so ein bisschen zu schnell, wisst ihr? Also ich bin so dieser entspannte Läufer. Ja, der wird zwar Oberschenkel wie Herkules haben, der Typ, nach seiner Reise, aber er ist auch der Drachengeborene. Und wenn ich mich nicht irre, sieht das mir da hinten nach einem Ort aus, wo man halt reingehen kann. Ich glaube. Nein, konnte ich noch nicht. Ach stimmt, da stand ja erst später. So, jetzt ist die Frage, gehen wir nach da hinten hin? Jetzt? Nee, oder? Komm. Wir gehen erstmal ihre Sachen holen. So. Was haben wir hier? Eine rohe Kaninchenkeule. Warte mal kurz. So, weiter geht's. Mein Fräuschen ist nach Hause gekommen, kurz abgeholt. Und ja, nicht wundern, es hört sich im Hintergrund ein bisschen was über den Fernseher an. Ja, also, ja, so sieht's aus. Wo ist eigentlich der offizielle Weg jetzt hier hin? Bin ich falsch? Ich habe das Gefühl, ich bin falsch. Aber eigentlich, also es geht hier unten lang, ne? Hier unten lang. Da unten lang. Das ist der Weg? Bin ich die ganze Zeit falsch gelaufen, also? Mensch, ich bin ja ein Idiot. Ja, jetzt können wir auch zum Wasserfall gehen, wenn wir schon hier unten sind. Oh, was ist hier los? What the fuck? Der kommt zu mir, ne? Ja, natürlich. Duck dich doch weg, Mann. Ja. 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 Und nochmal. Und ins Gesicht. Und nochmal. Haha. Nehmen und nehmen. Tja. Das war's mit dir, sage ich dazu nur. Hier hat ein kleiner Troll gelebt. Ah, schon wieder dieser Nierenwurz. Das hat mich immer verstört, was dieses Geräusch sein soll. Was haben wir denn hier? Oh, ein Ei. Oh. Okay, for boots, for gauntlets, no, ich würd sagen, davon nehmen wir gar nichts mit. Brauchen wir eigentlich nicht. So, was haben wir hier? Was ist denn das hier? Heavy Armor, Shimarva Medium. Ja, ich kann lesen. Note to Captain, was haben wir denn hier? Nehmen wir auch. Alles klar. So, was haben wir hier? Ein Trollschädel. Ich wüsste nicht, wofür wir einen Trollschädel benötigen könnten. Aber es ist cool, ich nehme ihn mit. So. Und meine Neugierde kickt rein und deswegen möchte ich ganz gerne da hinten rein. Können wir tauchen? Nee, oder? Das ist gerade mal so ein bisschen schief, ne? Das ist nicht wirklich... Ha, ich hab einen Barsch mit meinen bloßen Händen gefangen. Und noch ein Barsch. Oh, wow, hier gibt's nichts. Ich bin enttäuscht.
nicht wundern. Ich habe mal jetzt gerade meine Maus-Sensibilität ein bisschen höher gestellt. Ich darf sie nur nicht vergessen, wieder runterzustellen. So. Ja, ich weiß, ich laufe hier gerade ein bisschen... Ach, guck mal. Da ist noch eine Eisenader. Oder, nein, was war das? Das war keine Eisenader. Oh doch, es war eine Eisenader. Na komm, weil wir mal hier gerade da sind. Wir nehmen einfach mal ein bisschen was mit, was geht. So, nochmal Eisenerz. Oh, ein Amethyst. Und wir haben Smithing verbessert auf 23. Oh, wir sollten auch mal unseren Level up machen. Wir können gleich unser Level up machen. Ich möchte nur irgendwie... Ach ja, Leute. Ich kann aber verstehen, warum Menschen einfach immer wiederkehren, ne, zu Skyrim. Ich weiß nicht, ich sag's jedes Mal jetzt immer bei der Aufnahme, aber es ist einfach wahr. Ich habe so lange Skyrim nicht mehr gespielt und ich habe einfach die Schönheit des Spiels vergessen. Hallo Fuchs. Hört sich an wie... Ach komm, viel verschont dich. Du darfst dich gerne im Wald weiter wohlfühlen. Oh, alles klar. Hallo? Hallo? Warum macht er das? Das war ja fies, sage ich dazu nur. Ich denke mir so, ach komm, Fuchs, verschonst du dich. Dann kommt der Säbelzahntiger schon auf der anderen Seite raus. Das war alles seine Schuld, er hat mich dahin gelotst. Die stecken noch garantiert unter einer Decke. So, wie spät ist es eigentlich? Ah, 5:54, alles klar. Wenn wir gerade so über Nostalgie reden, kennt ihr noch so die erste oder die Anfangsmelodie so von Tomb Raider? Die war ja genauso so ikonisch. Man hat so ein bisschen so diese alte Bitmusik gehabt, ne? War ja nicht so super hochqualitativ Studiomusik, das war ja nur so ein irgendwie, was waren das vielleicht? Also Studio ist ja 48.000K, glaube ich. Also ich glaube, es war vielleicht so 8.000 oder so oder 16 Bit vielleicht? Oder meint ihr, es war schon mehr? Nein, 8-Bit-Musik war safe nicht. Nein, nein, 8-Bit-Musik war ja hier wirklich dieses... also von diesen ganz alten Gameboy. Also 8-Bit war safe nicht. 16 kann es auch nicht sein. Ich glaube, es war schon mehr. Aber ich bin darin ja auch kein Profi, ne? Darf man ja nicht vergessen. Hier war ein kleines Hoppelhäschen. Oh, ist schon ein langer weiter Weg. Haben wir hier eine Höhle vergessen? Stopp. Oh nein, es tut mir so leid. Wir nehmen mal kurz... Hey, ja, beruhig dich mal wieder. Ach komm. Ja, doch, komm, wir nehmen das Pferd. So. Let's ride. Ja, es tut mir leid, aber... Kommen wir mit dem Pferd da eigentlich hoch? Ich würde es ungern weiter ausprobieren, sag ich. Hallo? Hallo? Oh no. Oh no. Shit. Also hoffentlich haben wir beim Troll... Okay. So. Dann erspare ich uns mal den ganzen anderen Kladderadatsch hier. Kommen wir mit hier. Let's ride.
Und wir reiten einfach sofort los. Ich möchte euch das natürlich jetzt ersparen, mir auch. Hinten beim Wasserfall gibt es nicht. Wir müssen nur diesen einen Troll noch kurz besiegen, der bei uns auf dem Weg hier ist. Und dann... Ah, ich hab's geahnt. Ich hätte da nicht durchgehen, nicht durchreiten sollen, ne? Was macht denn der da? Der geht doch safe auf Jagd, ne? So, guck mal, hier den Nirmwurz packen wir mit ein. Was haben wir hier gesagt? Stormcloak, Kyras. Brauchen wir einen Kyras vielleicht? Das war knapp. Und, also für meine Gefährtin, ne? So, was wenn wir den mitnehmen? Da haben wir 360 von 320. Wir können ihm natürlich aber auch noch ein paar Sachen geben. Bin immer noch da. Ja, hör auf zu rennen, warte. I will protect you with my life. Okay, Electricate and Outfit Interesting. Additional natürlich. Inventory. So, ich möchte mich ganz gerne ein paar Sachen aus meinem anderen Inventory ihr geben. So, der zum Beispiel, der hier. Steel Battle Axe, genau, pack da rein. So. Okay, wir nehmen ihr aber auf jeden Fall diesen Stab des Schutzgeistes weg. Das ist ein bisschen nervig, wenn die auf einmal da irgendwelche Sachen beschwört. Ich meine, ich finde es ja okay. Ja, so, aber nee. So, Schaden 20. Dann nehme ich das alte Nordschwert, Angel. Hunting Bow kann von mir aus behalten. Aber eigentlich ist sie eher so eine Schildmaid. Sie braucht eigentlich ein Schild. Sie hat ja auch ein Pelzschild. Deswegen... Ist das Greatsword von Wythrun? Ja doch, das ist ein Großschwert. Das ist ein Zweihandschwert. Das ist ein Einhandschwert. Na okay, dann gib mir das mal auch. Stahlstreit, Kolben, Stahlschwert. Dann gib mir das einfach. Ja, ich weiß, ich trage zu viel. Additional. Okay, so, dann gib mir das hier mal. Das hier, Nordschwert kriegst du, die Angel kriegst du. Pickaxe, ne? Das hier, Stahlschwert, Stahlstreitkolben, Steeldagger bekommt sie und The Great Sword bekommt sie. So. Ne, das war's eigentlich sogar schon. Kommst du mit? So, wir reiten mich jetzt weiter. Sorry, Leute. Oh, hier ist doch die... Ja, komm, wir wollten noch die Eisenmine safe haben, oder? Oh, ist auch eigentlich so kalt geworden. Ah, sind jetzt hier schon länger... Oh nein. Ja, ich weiß. Komm schon. Das schafft sie. Das schafft sie. Ich glaube in sie. Oh. Ach komm, machen wir einfach mal das, das und das. Sie hat es nicht geschafft. Ich bin enttäuscht. Okay, dann machen wir das und das wieder einmal. Zaubertrank der Heilung. Okay, das war sein Killing Blow und wir haben es geschafft. Kommst du mit? Geht's gut? Alles klar. Alle sind soweit unverletzt. So, hier rechts gibt es aber auf jeden Fall irgendwas zu entdecken, oder? Hier oben. Einen neuen Schrein, oder? Täuscht das. Okay, so, also wollen wir mal kurz hier hochklettern. Falls wir es können. Weil wie gesagt, die Steuerung, falls ihr es gesehen habt, ne, ist ja jetzt auch ein bisschen anders. Ist ja ein bisschen... Wir können uns leider nicht mehr so hochbuggen. Das ist das, was mich am meisten immer erfreut hat eigentlich in Skyrim. Dass man sich immer so ein bisschen den Weg so hochbuggen konnte. Nicht wundern, ich habe mal ein bisschen die andere Ansicht genommen. Ich finde die nämlich auch nicht schlecht. Muss ich zugeben. Oh, warte mal. Ist das hier oben? Boah, da komme ich doch so nicht hin, oder? Ja, nee. Wenn mein Begleiter da auch nicht mitkommen kann, dann macht das keinen Sinn.
Komm, machen wir ein anderes Mal. So, Pferdchen, komm mal. Und let's ride. Stopp, da unten geht's lang, oder? Wer bist denn du? Banditos? Nee, es ist ein Khajiit. Ups, ups. Hallo? Hä? Achso, okay. Hä, ich wollte doch gerade sagen, was ist denn da los? Oh shit. So, zack, zack. Ja, genau. Zeig, wie die Säbelzahntiger. Ha, jetzt hab ich's. Verbrennt. So, zack, zack. So, sie lebt wieder. Sehr schön. So, was war mit dem Khajiit los hier? Dieser hat etwas Süßes für Mitreisende, wenn es beliebt. Wo redet ihr? Das beste Skoma. Der süßeste Mondzucker. Natürlich zu einem guten Preis. Nee, jeder danke. Nach seinem Geschmack. Ja, vielen Dank dafür. So, okay. Wir gehen jetzt aber trotzdem nochmal zur Höhle. Denn ich wollte wenigstens die Höhle erkundet haben, dass ich hier eine Schnellreise habe. In die Nähe jedenfalls. Ich kann aber auch total falsch liegen und... Die Höhle kann aber auch hier unten sein, ne? Oh, ich werde das so sterben. Ich werde das so sterben. Alle denken sich, Holti, tu es nicht. Bleib am Leben. Ich bin aber voll safe. So, guck, guck, passt auf. Und das geht los. Seht ihr? Seht ihr? Ich hab's geschafft. Jetzt einmal nur mit Anlauf. Seht ihr? Nichts passiert. Ich glaube, der ist da oben, ne? So. Oh no. Oh shit. Okay, das war gut. Das hat geklappt. Alles gut, alles gut. Oh no, 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 da sind Steine. Habe ich gespeichert? Ich habe gespeichert, oder? Ich glaube, ich habe gespeichert. Ich habe gespeichert. Okay, Gott. Ich habe gerade wieder Panik geschoben. Okay. Wir machen es nochmal. Ach ja, jetzt brauchst du auch nicht kommen mit dem Tag hier. Oh. Okay, ne? Das hat geklappt. Oh, was ist das hier? Das wurde mir aber nicht angezeigt. Hallo, 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 hallo. Hallo, die ist hinterhergesprungen. Sie lebt noch. Na, was ein Glück. Warum kann ich jetzt... okay, alles klar. Gerade sagen, wieso kann ich gerade nicht schneller sein, aber... Ich doch nur ganz gerne einmal... Kann ich mich so hoch bewegen? Irgendwie? Hallo? Naja, das klappt leider nicht, oder? Ich will mich da irgendwie hin, aber... Oh! Oh, vielleicht hier. Ja, das hat geklappt, sehr schön. Und das Pferd kommt echt auch aus allen Ecken an. So. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Darkwater Pass? Ich weiß eigentlich nicht, was der Darkwater Pass ist, ne? Aber... Das werden wir im nächsten, in der nächsten Folge sehen, Leute. Ich bin es doch heute... Ich habe es doch heute nicht geschafft mit ihr runter. Aber in der nächsten Folge... Naja, nächste Folge wird wahrscheinlich erstmal der Darkwater Pass erkundet. Aber danach...
Sind wir wahrscheinlich mit Lydia unten und dann machen wir die Quest kurz dort ein bisschen weiter. Ja, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Hoffentlich hat es euch gefallen und wir sehen uns wieder. Tschüss!